Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ostwind. Uns fehlen noch fünf, ich will schwer Trophäen sagen, Schnitzereien. Und ich reite jetzt hier einfach mal den Weg lang. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich die hier schon habe, aber hier sind auf der Map theoretisch auch noch zwei Stück. Und ja, die scheine ich beide schon zu haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die hier schon eingesammelt habe. Wisst ihr, was der größte GAU wäre? Der größte anzunehmende Unfall, wenn wir hinterher alles auf meiner ausgedruckten Karte abgeritten sind und dann stelle ich fest, Scheiße, uns fehlt noch was. Das wäre ziemlich dämlich. Okay, dann gucken wir als nächstes. Wir gehen hier neben den See an diese Stelle. Bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dass wir das schon haben, weil um den See sind wir ja eigentlich auch schon mehrere Male drumherum gecruised, aber wir gucken trotzdem mal. Weil wie gesagt, beim Umgarn habe ich auch gedacht, da waren wir doch schon. Da kann ja eigentlich nichts mehr sein. Sind wir hingeritten, zack, war da noch eine Schnitzerei, weil ich da halt zwar schon oft gewesen bin, aber halt immer nur in Quests. Und dann ist da ja nichts. Jetzt muss ich einmal gleich umdrehen. Oh, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Okay, und jetzt hier irgendwo. Ja, da oben. Hier war eine, da kann ich mich aber sogar noch grob dran erinnern, dass wir die eingesammelt haben. Aber macht nichts. Jeder Punkt, den wir abgeschlossen haben, ist auch ein Punkt, wo nichts mehr sein kann. Der nächste Punkt ist hier in der Gabelung, genau in dieser Ecke von dem Gitternetz auf der Map. Da geht's als nächstes hin. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Nicht so rum. Wir drehen mal rum. Rumdrehen. Und nach links. Nach rechts. Hier ist auch nichts mehr, oder? Nö, hier glitzert auch nichts mehr. Okay. Nächster Punkt, wo wir gucken können, der ist hier, irgendwo mittendrin. Und auch hier nochmal. Das kann gut sein, dass ich die noch nicht habe, weil das kommt mir nämlich gerade mega unbekannt vor. Schauen wir mal. Obwohl, na, weiß ich nicht. Also hier sehe ich aber auch nichts mehr. Nee, hier waren zwei in dem Bereich hier. Konnte ich mich jetzt zwar nicht mehr dran erinnern, aber wenn hier irgendwo eine Schnitzerei rumstehen würde. Dann hätte ich die auch gesehen. Nächster Punkt ist hier oben. Ziemlich an der Kante. Das heißt, wir folgen jetzt dem Weg hier. Es sind nicht mehr so viele Punkte. Es sind nicht mehr so viele Punkte, wo wir noch was finden können. Also ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier heute die letzte Suchrunde wird. Auch hier sehe ich jetzt fürs Erste nichts mehr. Dann haben wir den nächsten Punkt hier im Wald und hier hinten auf dem dünnen Pfad. Das heißt, ich reite jetzt einfach mal hier hoch. Und wieder hier, passt das? Das müsste, glaube ich, ist das da, das ist doch da, wo der Stein war, der Special Stein, yo. Die haben wir definitiv eingesammelt, weil hier sind wir ja schon gewesen. Das heißt, hier kann ich mir auch schon einen Punkt setzen, yo, haben wir gefunden. Gut. Der nächste Punkt, wo es sich jetzt lohnt zu gucken, von der Richtung her, ist hier in dieser kleinen Spitzkehre, nenne ich es jetzt mal. Sprich, hier direkt wieder rein.
und gucken. Da sehe ich nichts. Hier sehe ich auch nichts glitzern. Können wir auch einen Haken dran setzen, beziehungsweise eine Markierung reinmachen. Leute, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Punkte offen. Und uns fehlen halt einfach nur noch. So, der nächste Punkt wäre ziemlich genau über uns, hier so an der Stelle. Wir haben nur noch so wenige Punkte offen, aber uns fehlen halt echt noch 5 Stück. Ich habe echt so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hinterher dastehen und ich sage ja, oh Leute, wir sind alle Punkte abgeritten, aber ich finde leider nichts mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal alles abreiten möchte. Ich glaube, das wird dann auch für euch ziemlich langweilig, wenn wir das schon mal alles gemacht haben, 3, 4 Folgen lang und dann nochmal alles machen. Ich glaube, das ist dann nicht mehr so spannend. Also Leute, last chance. Hier ist auch nichts. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier unten an der Kreuzung und hier, wo der Strich vom Haar vom Hügel ist. Da könnten theoretisch auch noch welche sein. Hier sehe ich nichts. Da, wo das Haar vom Hügel ist, das ist hier oben. Auch hier sehe ich nichts mehr. Hier glitzert noch irgendwas vor sich hin. Nee, doch nicht. Das sind nur so Partikel in der Luft. Gut, dann haben wir die hier auch nicht mehr. Oh, Leute. Ich habe, also, geht so ein bisschen der Stift hier langsam. Dann hier, in dieser Kehre, da ist auch eine Markierung auf der ausgedruckten Map. Muss ich nur gucken, dass ich den richtigen Weg nehme. Hier sind wir richtig. Gut, noch ein Stückchen weiter runter, hier unten irgendwo. Wir folgen mal weiter dem Weg. Wenn wir da was finden, dann werden wir es glitzern sehen, hoffe ich zumindest. Da hinten! Da ist eine. Und das ist jetzt, das ist aber schon die nächste. Das ist schon die nächste. Ich will kurz nochmal zurückreiten. Aber hey, immerhin sind es jetzt nur noch 4, die fehlen. Okay, aber hier scheint nichts zu sein, nee. Ansonsten hätten wir das hier finden müssen eigentlich. Dann mache ich mir hier auch schon mal eine Markierung hin. Jetzt muss ich wieder gucken. Hier wird mir auch noch was angezeigt. Da sind wir auch noch nicht gewesen. Ich reite jetzt einfach mal hier weiter und ich glaube, dann ist das der Weg, der hier so dünn reinführt, ne? Ja. Und da sehe ich sie doch auch schon. Gut, Leute. Können wir abhaken? Uns fehlen noch 3. Während Ostwind im Rückwärtsgang ist, ab durch die Äste. Upsala! Das haben wir aber schön eingeparkt hier. Okay. Okay. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Nächster Punkt. Hier. Und da. Da sind auch noch welche. Wir haben noch 6 Stück offen. 3 brauchen wir noch. Also, als erstes da unten zu dem Punkt. Jetzt muss ich gleich nochmal auf die Map gucken, weil ich schon wieder vergessen habe, in welche Richtung ich reiten muss, weil ich mich hier einfach auch überhaupt nicht zurechtfinde. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. So, ich glaube jetzt hier hin und dann da weiter, oder? Jo.
hier dem Weg folgen. Jetzt hier wieder durch. Und die nächste wieder links. Ich meine eigentlich, dass wir die hier auch schon... Ach, das ist die Höhle. Doch, die haben wir doch schon. Die müssen wir haben. Wir sind hier so oft durchgeritten, weil ich diesen blöden Höhlenweg gesucht habe. Ja. Und... Oh. Ich meine, hier wäre die andere gewesen. Jo. Das ist auch der Ort auf der Karte. Gut, also die hier sind schon mal nicht. Jetzt haben wir noch 3 übrig und wir haben noch 4 Punkte. Jetzt ist mir wieder unangenehm, das Ganze hier. Innenrodung. Über dem D hier oben. Und über dem E da unten. Wir reiten erstmal dahin. Beziehungsweise kommen wir mehr oder weniger an allem, fast gleichzeitig vorbei. Wäre halt schade, wenn wir das nicht hinbekommen. Also ich meine, es ist nicht die letzte, es ist nicht die einzige Trophäe, die dann fehlt, weil, wie gesagt, das mit dem Ausleveln müssen wir nicht mehr unbedingt machen. So, hier ist auf jeden Fall noch eine. Das müsste die über dem D von Rodung sein. Genau, die ist es. Dann ist das schon mal weg. Uns fehlen noch 2 Stück, Leute. 2 Stück. Jetzt über dem E von Rodungen. Das ist... Ja, das ist aber bei dem markierten Ort. Da müssen wir ja schon gewesen sein. Das haben wir ja abgeschlossen. Da sind wir auch schon gewesen. Trotzdem haben wir die Schnitzerei noch nicht gehabt. Leute, uns fehlt eine Schnitzerei. Steht wahrscheinlich gleich irgendwas ganz anderes auf dem Monitor, auf dem Bildschirm. Und ich krieg's einfach nicht mit, weil ich immer direkt auf den Zettel gucke. Ja, moin. Und hier. Nee, oder? Hä, ne, warte. Direkt hier bei der Brücke. Da glaube ich aber auch, dass wir da schon gewesen sind. Also hier sehe ich jetzt auch nichts glitzern. Das ist über dem E einfach geradeaus nach oben. Hier ist nichts. Ja, Leute, wir haben noch einen Punkt für eine Schnitzerei. Einen, wo ich mir nicht ganz sicher war, ist ein Fragezeichen dran, aber da haben wir nichts gefunden. Und der letzte Punkt, der ist hier beim Wasser. Wir müssen doch nochmal zu den Rodungen zurück. Leute, hoffentlich ist er das. Ansonsten fehlt uns leider eine Schnitzerei zum Ende noch. Das wäre ärgerlich. Das wäre richtig ärgerlich. Ich... Echt jetzt? Nee, wir haben's. Wir sind hier geblieben. Wir haben's, Leute. Der Schatzfinder ist unterwegs. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben alle Schnitzereien dank der Map gefunden. Dank der Map von trophies.de. Ja, Map hat wunderbar funktioniert. Sieht jetzt sehr, sehr lustig aus. Vielleicht vergesse ich es nicht. Dann kann ich ein Bild einblenden. Mache ich ein Foto davon. Ja, richtig, richtig cool, dass das geklappt hat. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen hier in dem Ostwind-Projekt in Ostwind Remake. Das nächste Ostwind-Spiel, was dann kommt, wird irgendwann nächstes Jahr die Legende von Kimori sein. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen in diesem Projekt und damit macht's gut. Bis dahin. Tschüss.